Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Leute, und willkommen zu einer neuen Episode von Fire Emblem. So, dann warten wir auch nicht lange und starten gleich mal das nächste Kapitel, Schwert des Geistes. Rein mit uns. Da sind wir, in Bulgar, da drüben, ja genau dort. Am Rande von Bulgar liegt ein kleiner Schrein. Dieser alte Tempel, geheiligt vom Volk von Sake, ist schon seit langem für sein starkes Band zur Welt der Geister bekannt. Vor Beginn ihrer Reise kommen unsere Helden hierher, um für ihr Wohlergehen zu beten. In diesem Schrein wird Lins Händen ein großes Vermächtnis verliehen. Okay, ja, wir sind gespannt, ja. Und neues Kapitel. Auding, warte mal, Screen Capture. Ja. So, Screen Capture. Also, vielleicht erwähne ich das, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Naja. Mark, halte inne und erlaube mir einen kleinen Umweg. Östlich von hier ist ein heiliges Schwert in einem Schrein aufbewahrt. Die Völker von Sake beten dort für ihre Sicherheit vor Antritt einer langen Reise. Oh, wie pittoresk? Was wollte das? Ach, keine Ahnung. In der Liebe findet man die meisten Anhänger von der Lehren von Elimine. Es ist schön zu wissen, dass man hier die alten Traditionen hochhält. Uiuiui. Kampf. Alter Mann! Oh, bleib wo du bist und hüte deine Zunge! Bedrohe mich, wie es dir beliebt. Aber das Manikati gebe ich nicht auf. Das Manikati ist eine heilige Klinge und steht unter göttlichem Schutz. Es kann nicht von seiner Ruhestätte entfernt werden. Du bist ein Narr, alter Mann. Was nützt dein Schwert? Schmeckt es doch kein Blut. Blut? Dieses Schwert im Kampf? Welch Sakrileg? Sakrileg? Ich bin Glas. Glas? Ja, da steht Glas. Naja, egal. Die Götter fürchten meinen Namen. Meine Schwertkunst kennt keinen Makel. Und wenn ich nach diesem Schwert verlange, so wird es auch mein sein. Und jetzt gehen wir aus dem Weg. Uff! Ui, spannend. Ah, welch Glanz. Es ist doch weitaus großartiger, als ich es mir vorgestellt hatte. Dieses Schwert wurde für einen Kämpfer meines Schlages erschaffen. Entschuldigung. Was soll das? Das Schwert... Nicht aus der Scheide ziehen! Die Geister, die der Klinge innewohnen, haben über dich geurteilt. Du wurdest für unzulänglich befunden. Sie haben dich abgelehnt. Was? Hör zu, du senile alter Narr! Sollte dir dein Leben lieb sein, gehst du mir besser aus den Augen. Ja, ich habe einfach ein bisschen langsamer gelesen, aber naja. Verdammt, missgünstiges Geistervolk. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Stein für Stein werde ich diesen Schrein abtragen. Ja, wer ist das denn? Hi. Verzeiht, edle Dame. Seid ihr auf dem Weg nach Osten? Vielleicht gar zum Schrein? Das sind wir in der Tat. Beeilt euch bitte, der Priester dort braucht eure Hilfe. Vor kurzem erst sah ich eine Bande von Raufbold dorthin gehen. Ich glaube, sie wollen das heilige Schwert des Schreins entwenden. Entschuldigt mal kurz. Okay. Na. Das Manikati? Oder zumindest denke ich, dass man das ausspricht. Na, egal. Sie wollen es stehlen? Das darf ich nicht zulassen. Ihr scheint mir tugendhafte Leute zu sein. Bitte helft diesem Priester. Lindes, was habt ihr vor? Wenn ihr dem Priester zur Seite stehen wollt, müsst ihr euch vorbereiten. Ihr habt recht. Sag, Mark. Sie gucken mich an. Im Süden sehe ich einige Wohnhäuser. Vielleicht sollten wir dorthin, um die Bewohner zu befragen. Die drei Gebäude im Süden sind Wohnhäuser. Du kannst mit den Leuten sprechen, die dort leben. Manchmal geben sie dir Tipps für den Kampf oder nützliche Informationen zu Land und Leuten. Ein offenes Ohr zu haben, zahlt sich aus. Soll ich die Fuhr übernehmen? Nun gut. Sag mir, was sie tun soll, Mark. So, erstmal hier, Okay, nehmen wir das aus. Außerdem ein bisschen zu viel geklickt. Sagt heute nicht. Oh, ihr wollt dem Priester helfen.
Nun, vielleicht ist es euch von Nutzen, was ich hier vorhin gesehen habe. Es ist wahr, die Banditen bewachen den Haupteingang sehr streng. Doch ist eine Wand des Schreins rissig und im schlechten Zustand. Vielleicht schafft ihr einen weiteren Zugang, wenn ihr diese Stelle mit euren Waffen bearbeitet. Wir alle zählen auf euch. Achso, da, seht ihr das? Als nächstes schicke sein und noch ein Haus versuchen. Wähle sein, wähle dazu sein aus. Hier, seht ihr das? Hier? Da. Hier unten links seht ihr auch, die Wand ist anfällig, ja? Da kann man also durchschlagen. Aber, ja, dann gucken wir erstmal ein bisschen weiter. Ich gucke mal. Ah, was? Es gibt ja wirklich eine Map. Also auf Start habe ich dann eine Map, okay. Select. Info ein. Achso, okay. Einheiten. Was haben wir hier denn eigentlich alles? Ey, achso, nee. Status. Was haben wir hier alles? Lin. Einheit. Gott, ich will eigentlich nur, ich will eigentlich hier nur mal sehen, was die alles drauf haben. Ich habe vergessen, wie man das noch macht. Achso, hier mit, achso, mit R, okay. Okay, dann Lin. Persönliche Daten. Also, das gibt's ja auch noch. Also, kann man hier alle Stats zum Beispiel sehen. So, stark, schnell. Also, ich führe euch jetzt mal ein bisschen hier durch. Ich muss erstmal noch hier ein bisschen dran gewöhnen, aber vielleicht wird's ja. Hilfe, 4 und Reise, nichts und Affinität. Ich weiß gar nicht, was Affinität ist, ja. Also, das weiß ich noch nicht. Aber gucken wir jetzt mal ein bisschen an. Rüstung, okay. Angriff, und nicht ganz so hoch. Und D, okay, gut zu wissen. Dann, mal hier rüber. Wieder eher drücken. Der ist, ich weiß gar nicht, was die drei Punkte da bedeuten. Ich selbst bin Feuer, das weiß ich. Na, Hilfe ist auf 16. Kann also sehr, sehr viele Leute mittragen. Und Con ist 9, also auch nicht gerade leicht zu tragen. Und Lanze ist auf E, okay. Dann hier. Joach, geht noch, geht noch. Okay. Aber er ist mit Lanze besser und ich, also sein ist mit Lanze besser und er und kennt mit Schwert. Aber naja, jetzt bin ich dran, nicht wahr? Ich bin allerzeit bereit. Jo. Geh dahin und besuch es. Berge bieten einen guten Schutz vor Angriffen. Jedoch sind sie schwer zu überqueren. Auf dem Rücken eines Pferdes sind sie gar unüberwindlich. Bedenkt dies. Vergiss nicht, dass Reiter die Fähigkeit haben, sich nochmal zu bewegen. Nach der Bewegung kann ein Reiter den Zug zu Ende führen, es sei denn, er hat Angriffs- oder Stabbefehle erhalten. Dies gilt auch für Leute, die auf Pegasi und Vivern reiten. Befehlige nun sein. Dahin, sag ich mal, ja. Warten. Lasst uns nun Kent zum verbleibenden Haus schicken. Der Besuch ist nicht unbedingt nötig, aber die Bewohner könnten über nützliches Wissen verfügen, daher empfiehlt sich eine kurze Visite. Wählt Kent. Clark, Kent, yo. Nun bin ich an der Reihe, oder? Ich erwarte euren Befehl. Yo, geh dahin. Und besuch es. Wisst ihr über das Schwert Bescheid, welches im Schrein aufbewahrt wird? Es wird Manikati genannt. Und ist gesegnet von den Geistern. Schenkt man dem Priester Glauben, so wartet das Manikati auf die Rückkehr seines rechtmäßigen Besitzers. Ist das nicht seltsam? Allein die Vorstellung, dass ein Schwert sich seinem Meister besuchen kann. Ja, natürlich, ne? Na, gehen wir da hin. So, wir sind relativ gut positioniert und ey, der da oben kommt und der hier unten auch. Ich weiß nicht, wo sollen hier Berge sein? Ah, da. Du solltest etwas über Festungen erfahren. Festungen bieten mehr Schutz als Wälder. Von einer Festung aus zu kämpfen ist also stets von Vorteil. Doch dies gilt sowohl für Freund als auch für Feind. Merke dies, bevor du dich dem Feind stellst. Festungen können verwundete Einheiten auch ihre Kraft regenerieren. Zu Beginn deines Zuges erhalten sie KP zurück. Die Menge an KP, die man pro Runde erholt, ist ziemlich gering. Steht man jedoch in einer Festung, gewinnt man mit jeder Runde KP. So ist eine volle Heilung. Eine volle Heilung ist also durchaus möglich. Auch an anderen Orten können Einheiten KP erholen. Dazu gehören Schlosstore, Throne und Bereiche, in denen Endgegner lauern. Okay, ich suche mal hier. Achso, hier unten ist ein Berg. Achso, gut. Ja, okay. Wer von den beiden... Oh, okay. Wer von den beiden nochmal über das Schwert besser? Also, es war hier Kent, ja. So, warten wir hier. Oh, scheiße. Ja, ich habe vergessen, seine Waffe auszuwählen. So, bis wohin kann der hier angreifen? Bis zu den Büschen da unten. Okay, dann lohnt es sich, glaube ich, hier unten wirklich zu lauern. So. Also, warten wir hier einfach mal in den Büschen. Item, also Schwert ausrüsten. Okay.
So, wen sucht er sich? Er sucht ihn. Okay. Zum Glück verfehlt er ihn. Und Kent trifft. Jo, ja, ich finde diese Kampfmusik wirklich extrem cool. So, dann jetzt müssen wir weiter. Das Ziel dieses Kapitels ist, den Thron zu besetzen. Der feindliche Anführer setzt den Thron. Besiege ihn und lass Lynn den Thron annehmen, um den Kampf zu wenden. Sein Name ist Glass. Er ist ein schwertschwingender Söldner. Denke an das Waffendreieck. Welche Waffe ist in der Lage, ein Schwert zu schlagen? Genau, eine Lanze. Ein Einsatz von einer richtigen Waffe ist wie ein Abkürzung zum Sieg. Um in den Schrein zu gelangen, versuche die Methode, von der du zuvor erfahren hast. Nun hängt es an dir, Mark. Viel Glück. Yo-ho-ho. Yo-ho, hobbidi-ho. Ich glaube, dass der nicht genug ist, um ihn zu besiegen. Also mache ich das hier mal mit Lynn. Einfach, um das hier schnell hinzukriegen. So. Leider was abgekommen. Mann, oh Mann. Und, na, nicht ganz so viel, aber ein bisschen was schon. Ja, gehen wir mal hier in den Busch. Gott, das hört sich doch extrem dämlich an. So, ja, Eisenschwert bitte. Und warten. Ah, ja, nehmen sich alle Kent. Mann. Hört mal auf, ihn zu mobben hier. Das ist aber nicht nett. Und Level Up! Yay! So, Level 2, Kavalier. Stärke und Verteidigung hoch und ebenfalls KP. Gut für uns, gut für uns. Meine FMT. Achso, er hat noch 11 KP, okay. Wie viel fehlt ihm denn hier noch, oder? Ja, da unten 56% hat er. Er hat 0. Ja, dann lassen wir... Nein, nicht von hier, sondern von hier. Lassen wir ihn angreifen. Ja. Lassen wir ihn aber mal hier reinkloppen. Einfach damit sich sein diesmal die XP holen kann. Und das sollte es auch, das sollte auch ziemlich gut passen. So. So, nochmal mit dem Schwert reingekloppt und haben. Und wir haben ihn. Bringt auch ein bisschen was an XP, also lohnt es sich immer. Und Lynn setze ich hier mal in der Festung ab, um sie natürlich zu regenerieren. Oder regenerieren zu lassen. Hey, und Kent, der haut aber rein, ja? Der haut rein. Ist gut zu sehen, gut zu sehen. Ja, aber auch 3 KP, aber das ist hier von Anfang, glaube ich, noch genug. Angreifen, ja, Eisenschwert. Und auf ihn hier. Boom, Chakalaka. So, 47. So, dann kann ich hier jetzt eigentlich nur noch warten. Ja, Ende? Ja, Ende, oder? Ja, Ende. So, die Frage ist natürlich, wen setze ich da jetzt gegen die Wand ein? Ich glaube, ich setze Lynn dagegen ein. Weil sie ja noch relativ schnell ist, oder? Ja, 11 Schaden. So, die Wand ist zerbröckelt bald mal. Warten wir mal. Wir hatten eigentlich die höchste Stärke, ja? Das sollen wir vielleicht mal sehen. Stärke 8, Stärke 6 und Stärke 7. Also sein ist durchaus ein guter Kandidat. Ah, ich glaube nicht, dass es reichen wird. Lanze. Ja, doch, Lanze macht sogar mehr Schaden. Eieiei. Ja, dann warten wir hier mal wieder. Ende. Also an solchen Stellen kann man eigentlich nur noch warten. Wie mache ich das jetzt? Ich glaube, er konnte sich nicht wegbewegen, ne? Nee. Also steht da so, dass er kann in dem Gebiet halt angreifen, aber er bewegt sich, glaube ich, nicht weg. Was gut für uns ist, und die Wand ist jetzt weg. Erstmal hier ein bisschen... Ah, hier, Säule. Okay, aber... Na, wie schicke ich den... Ach, lass mir es einfach mal so. So. Er muss jetzt ja Lynn angreifen, also... Naja. Angriff und... Da müsste jetzt noch ein Angriff folgen. Ja, tut es. Also, ich finde diese Gameboy-Musik aber auch sehr, sehr cool. Ja, Mann, ich muss ihn ja hier so angreifen, ne? Ah. Eisenschwert. Und weg ist er. Gute Arbeit, gute Arbeit. Lindes.
wenn ich es richtig ausspreche. Ich glaube, das kann man aussprechen, wie man will. Ne, 4 Stärke und Glück hoch. Okay, wir können damit leben. Boah. Entschuldigung. So, geht wieder. Na. So, Verteidigung ist eigentlich nur auf 2, das müssen wir beachten, ja. Das ist hier Verteidigung 6 und Verteidigung 6, also... Das ist alles ein andere Kaliber durchaus. Und ich setze die beiden hier aber mal bei relativ günstigen Stellen ab. Ei, ich habe vergessen, seine Waffe umzuändern. Oh Mann. Oh Mann. So. Achso, noch okay, ja, er hatte ein Schwert benutzt, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, hat er ein Schwert benutzt. Das war, dass wir mit unseren Kavalieren ziemlich gut dagegen ankämpfen sollten. Und Level Up für sein. Level 2 bist du, herzlichen Glückwunsch. Und Mann, ist das mal ein gutes Level Up. Sehr, sehr viele Werte sind hochgegangen. So, ich will mit allen Truppen angreifen, deshalb bewege ich mich jetzt mal hier hin. Angriff mit einer Lanze. Ja. Was bildest du dir ein? Wie glaubst du, stehen deine Chancen gegen mich? Sagte Glas. Oh Gott! Aber zum Glück das auch daneben. Dann müssen wir jetzt Clark Kent verwenden. Eine Lanze, ja. Ach, der trifft, ja? Verlässlicher. Er holt hier die Punkte nach Hause. So, kann ich denn hier auch angreifen? Ah doch, es reicht doch. Es reicht. Weil ich zweimal angreife, habe ich hier gute Chancen. Und, oh, und da verfehlt er auch noch. Und da haben wir es. Du, ja. Oh, Kotz und Sieg. Und ei, fast ein Level Up. Ah, das ist eigentlich noch, wie man hier sieht, eigentlich auch ein Einzel einfacheren Kämpfe. Oder Schlachten. Manchmal hältst du nach dem Sieg über einen Gegner ein Item. Jede Einheit kann maximal 5 Items tragen. Es kann sein, dass du alte Items ablegen musst, um neue mitzunehmen. Vergiss das nicht. Überprüfe das Inventar deiner Gegner, um zu sehen, was sie besitzen. Platziere den Cursor auf den Gegner oder Freunden, drücke die R-Taste, um ihre persönlichen Daten aufzurufen. Ja, habe ich gerade schon gemerkt. Dieser Bildschirm beinhaltet Informationen über die ausgewählte Einheit. Drücke das Steuerkreuz nach links und nach rechts, um zu blättern und die Items zu inspizieren. Sollte eines der Items aufleuchten, so wird es dir gehören, wenn du die Einheit bezwingst. Vergiss das nicht. Und nächster Zug. Und besetzen! Yay! Wir haben die Schlacht gewonnen! Ah, eure Kleidung. Seid ihr vom Stamm der Locker? Ich bin Lynn, die Tochter des Oberhauptes. Seid ihr Verletzte? Dank euch, ich bin unversehrt. Ich schulde euch Dank. Und das Schwert ist in Sicherheit? Ja, das Schwert ist sicher unter einem magischen Siegel. Das Schwert kann nicht gezogen werden, bevor ich den Bann nicht breche. Aber als Zeichen meines Dankes erlaube ich euch, das Manikati zu berühren. Berührt das Muster der Klinge und betet für eine sichere Reise. Oh, vielen herzlichen Dank. Blink. Was hat... Blink. Das Schwert, es blüht. Oh mein Gott, eine Schmiede. Nein. Es ist die Macht der Geister. Lynn, sie blickten in eure Seele und rufen nun nach euch. Was hat das zu bedeuten? Ihr seid sein rechtmäßiger Besitzer. Ihr sollt das Manikati führen. Nein, ich kann das nicht. Niemals könnte ich. Es ist der Wunsch des Schwertes. Wenn ihr einen Beweis sucht, dann zieht es aus seiner Scheide. Zing! Ah, hier, hey, Screencatcher, da! So. 2. Ah, Gott. Ups, ja, habe ich jetzt aus den Enter gedrückt. Ich meine schon. Das ist also das Manikati. Eine Klinge wie keine andere. All dies ist so unglaublich. Das wohl berühmteste Schwert von ganz Sake in meiner Hand? So unglaublich ist es nicht. Viele Legenden erzählen ähnliche Geschichten.
Im gesamten Land rufen ganz besondere Waffen nach ihren rechtmäßigen Besitzern. Doch als ich euch die Klinge ziehen sah, Lündes, da fühlte ich etwas Außergewöhnliches. Das Schwert hat auf euch gewartet. Ihr wart auserkoren, es zu ziehen. Hört ihr an, dass wir ein Kartenspiel oder so machen, ja? Hört auf, ich bin nichts Besonderes. Seht es doch so. Manche Waffen fühlen sich in eurem Griff besonders wohl, oder? Nun, das Demonikati scheint es auf jeden Fall so zu gehen. Fällt es euch so leichter, dies zu akzeptieren? Es scheint nicht so, als könnte es einer von uns benutzen. Es fühlt sich sehr gut an in meiner Hand. Oh Gott. Oh, egal. Eine Klinge, die nur ich führen vermag? Das erscheint mir akzeptabel. Das kann ich verstehen. Seht es dir an, Mark. Dies ist das Manikati. Dies ist mein Schwert. Mein Schwert! Ich muss gut dafür sorgen. Wuhu. Oh Gott, das ist noch nicht zu Ende. Schloss teilen. Dann wird reingezoomt. Oh, was? Malins Tochter ist noch immer am Leben? Ja, Lord Lundgren. Das Mädchen reist zusammen mit Kent und Sai. Wie lauten eure Befehle, wenn wir sie ziehen lassen? Bach, ich hörte, der Norden von Viran ist voller Banditen. Sie ist nur ein Mädchen. Die Reise hier überlebt sie keinesfalls. Mein älterer Bruder ist es, über den ich mir den Kopf zerbreche. Sein Leben muss schnell ein Ende finden. Das Gift, es darf keine Fehler geben. Uiuiuiui. Ja, mein Lord. Es kein Zweifel trübt seine Gedanken, er nimmt es regelmäßig zu sich. Der Tod des Marquis zweifellos aufgrund einer plötzlichen Krankheit ist es nun nicht mehr fern. Hehe, bald. Schon bald wird Karl in mir gehören. Oh Mann. Und da können wir auch speichern und naja, dann bedanke ich mich mal wieder für eure Aufmerksamkeit heute. Haut rein und bis zur nächsten Schlacht.